Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns an, warum der Bitcoin-Kurs trotz Regulierungsversuchen weiter ansteigt. Außerdem gucken wir uns drei weitere Gründe an, warum der Bitcoin nun wieder über 10.000 Dollar liegt. Und zu guter Letzt blicken wir Richtung BitPay, die nun zukünftig den Support und Service in Deutschland abstellen wollen. Wie gerade schon angekündigt, gucken wir uns das allererste Thema an. Und wie wahrscheinlich jeder von euch mitbekommen hat, hat der Bitcoin es wieder geschafft, über die 10.000 Dollar Marke zu klettern. Solche Dinge sind natürlich immer extrem positiv und erwecken natürlich die Hoffnung, dass es weiter nach oben geht, dass wir vielleicht nochmal einen Bullrun, eine Rally sehen werden, die also dann vielleicht Richtung 11.000, 12.000 Dollar geht. Das wäre natürlich absolut wünschenswert. Und was wir alle mitbekommen haben, ist ganz klar, dass das Thema Regulierung nun in Deutschland hier aktiv angegangen wird. Wir wissen alle, dass wir im Jahr 2020 die ersten Gesetzesentwürfe hier tatsächlich sehen werden, beziehungsweise vor allem, dass die BaFin natürlich das Thema Regulierung vorantreiben wird. Das heißt also, dass die ganzen Kryptounternehmen in Deutschland dann zukünftig eine Lizenz der BaFin brauchen. Und das ist natürlich relativ kompliziert, denn man muss eine Menge Bürokratie hier bewältigen, um das Thema hier hinzubekommen. Und ganz klar, die Unternehmen sind natürlich technologisch extrem weit vorne mit dabei, aber wenn es um das Thema Bürokratie und so weiter geht, da wird man wahrscheinlich doch die eine oder andere Schwäche haben und man muss sich nun erstmal in die richtige Richtung orientieren und gucken, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Das, was da natürlich für die meisten Unternehmen zwar einhergeht, ist eher etwas Negatives, denn ich muss mich mit weiteren Verwaltungsaufgaben und so weiter hier auseinandersetzen. Aber auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist tatsächlich ein wirklich positiver Einfluss, ist es ganz klar, dass das Signal Richtung institutionelle Investoren eher positiv ist. Denn ganz klar, wir haben mehr Regulatorien und in dem Moment habe ich natürlich auch als Investor deutlich mehr Sicherheit, in den Markt zu investieren. Und wenn man dann mal ein bisschen Richtung Amerika guckt, dann wird man schnell feststellen, dass der Senator Mike Crapo aus Iowa hier ebenfalls Bedenken bezüglich einer Regulierung ausgesprochen hat. Er sagte, wenn die Vereinigten Staaten entscheiden würden, und ich sage nicht, dass sie das sollten, wenn die Vereinigten Staaten entscheiden würden, dass es in den Vereinigten Staaten keine Kryptowährungen geben soll und versuchen würden, sie zu verbieten, dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir keinen Erfolg damit hätten, denn dies ist eine globale Technologie, eine globale Innovation. Und wenn man das aus Amerika hört, obwohl wir eigentlich Donald Trump haben und weitere Funktionäre, die eher, ja, sagen wir mal, negativ dem Bitcoin und Kryptowährungen gegenüber eingestellt sind, dann sind solche Worte eines Senators natürlich sehr interessant und vor allem bedeutet das automatisch, dass man hier natürlich eine breite Masse an Menschen erreicht, die sich dann vielleicht also doch nochmal mit dem Thema auseinandersetzen. Und was wir natürlich auch gerade mitbekommen, ist, dass der Leitzins in Amerika nochmal nach unten gegangen ist, was also auch bedeutet, dass wir natürlich mehr Liquidität im Markt haben. Und wenn wir uns dann technische Analysen angucken, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass der Bitcoin gar nicht so einfach zu analysieren ist zum jetzigen Zeitpunkt. Eher neutral, würde ich sagen. Wir haben einen MACD, der negativ ist, der aber langsam wieder anfängt zu steigen. Wir haben einen RSI, der nach oben guckt und die 50 überschreiten konnte. Wir haben einen Arrow-Down-Indikator, der hoch ist, aber eher wieder fällt. Also man sieht also alles in allem, es ist eher relativ neutral. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob der Bitcoin es schaffen kann, die 11.000 Dollar hier wieder zu knacken und tatsächlich, ob es dann sinnvoll ist, eine Long Position hier einzustellen. Aber am Ende des Tages muss natürlich jeder gucken, dass er hier seine eigenen rationalen Entscheidungen trifft und die muss man natürlich entsprechend abwägen. Wir gucken uns auch direkt an, warum es drei oder welche drei Gründe es gibt, dass der Bitcoin wieder über 10.000 Dollar liegt. Wie gerade schon angekündigt, hatten wir gerade das Thema mit der Zinssenkung der Notenbanken. Und in Amerika haben die US-Notenbanken die Zinssätze um 0,25% runtergeschraubt, was also ganz automatisch bedeutet, dass wir, wie gesagt, eine erhöhte Liquidität am Finanzmarkt haben und solche Trends haben natürlich eine automatische oder einen stärkeren Zufluss in den Bitcoin. Ganz klar, in dem Moment, wo ich natürlich ein bisschen mehr Kapital zur Verfügung habe, wird es grundsätzlich positive Aspekte geben, gerade für entsprechende Wertanlagen, wenn man das so sagen möchte, für Spekulationsobjekte, für Finanzinstrumente und so weiter.
und der Bitcoin profitiert natürlich davon, ganz klar. Dann haben wir, wie gerade schon angesprochen, das Thema, dass der Bitcoin nicht verboten werden kann, denn er ist nun mal innovativ, er ist zukunftsorientiert und er wird auch in Zukunft immer mehr Relevanz haben. Wir haben gerade schon über Mike Grapo gesprochen und er sagt ja, dass Amerika den Bitcoin nicht verbieten könnte. Und wir sehen auch, dass wir aus China immer positivere Nachrichten bekommen. Klar, es gibt natürlich ein Trading- und ICO-Verbot in diesem Land, aber dennoch sieht man immer mehr, dass China zu einem Land anschwillt, was immer mehr, ja sagen wir mal, Einfluss auf den Bitcoin-Markt hat. Das Mining ist da riesig und in der Zukunft kann es vielleicht doch wieder dazu kommen, dass China sich dazu entscheidet, auch wieder Unternehmen hier entsprechende Positionen anbieten zu können. Die Potenziale, die sind natürlich gigantisch, vor allem in diesen hochtechnologisierten Ländern wie China, wie Japan und allgemein natürlich den Ländern in Asien. Die haben meistens tatsächlich im Vergleich zum Rest der Welt doch einiges an technologischem Know-how, was wir noch nicht haben. Sie sind einfach teilweise ein, zwei Schritte voraus und ich hoffe natürlich auch, dass Deutschland in Zukunft vielleicht doch das eine oder andere lernen kann durch diese hochtechnologisierten Länder. Das alles, was dort schon heute angewandt wird, werden wir wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren sehen. Und das ist natürlich immer extrem schade. Vor allem erkennen diese Länder gefühlt die Potenziale von verschiedenen Dingen deutlich schneller, als wir es tun. Wenn wir alleine darüber nachdenken, wie wenig Möglichkeiten wir eigentlich haben, den Bitcoin hier aktiv einsetzen zu können, und wie viele Möglichkeiten es hier wirklich gibt, Kryptowährungen im Alltag nutzen zu können, dann sieht die Liste ziemlich kurz aus. Es gibt zwar immer mehr, es gibt jetzt auch die ersten Automaten und so weiter, aber am Ende des Tages ja, sind es nun mal die anderen Länder, die hier tatsächlich Spitzenpositionen eingenommen haben. Das Internet ist Neuland, wie wir alle wissen, und das ist natürlich extrem traurig, dass man hier die Möglichkeiten, die man geschaffen hat, beziehungsweise die geschaffen wurden, nicht einfach nutzt, dass es Unternehmen gibt, die diese Chancen ergreifen, auf den Zug aufspringen und zukünftig sich einfach besser positionieren. Unabhängig davon wissen wir auch, dass aktuell einige Long Positions auf BitMEX liquidiert wurden, aktuell über 50 Millionen Dollar. Das ist natürlich auch ordentlich und deswegen gab es wahrscheinlich diesen Rückgang im Juli und daraus resultierend dann jetzt aktuell wieder die Gelegenheit, über 10.000 Dollar zu steigen. Das haben wir geschafft. Knapp 5% war heute der Höchstwert, den wir dazu gewinnen konnten. Aktuell liegen wir ungefähr bei 4%. Und das ist natürlich auch die Frage, ob wir jetzt, wie gesagt, diese 11.000 Dollar schaffen. Ich persönlich behaupte ja immer noch, dass wir zum Ende des Jahres nochmal ein bisschen positiver dastehen werden. Ich prognostizierte ja ungefähr 10.000 Dollar, würde mich aber natürlich auch über 11.000 bis 12.000 freuen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was der Bitcoin jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten machen wird. Unabhängig davon sieht man natürlich auch, dass das Trading-Volumen jetzt im Juli nicht mehr ganz so hoch war, aber man geht ja auch davon aus oder glaubt vor allem, dass der Juli und der August nicht so stark aktive Monate sind, dass sie eher ein bisschen schwächer sind und dass wir dann im Folgenden, das heißt also September, Oktober, nochmal ordentliche Anstiege sehen werden, auch der Aktivität hingehend, und da freue ich mich persönlich riesig sich drauf. Wir gucken uns das letzte Thema an und hierbei geht es um BitPay. Und BitPay hat nun tatsächlich angekündigt, den Service in Deutschland komplett einzustellen. Und ganz klar, hier geht es nur um das Thema Regulation. Man möchte keine Lizenzen in irgendeiner Art und Weise erwerben. Es gibt eigentlich nur eine Handvoll Länder, in denen BitPay keinen Support mehr bietet. Und dadurch, dass die BaFin nun in Zukunft halt entsprechende Lizenzen ausgeben wird an Unternehmen, hat BitPay sich nun dazu entschlossen, das Thema hier direkt zu kappen, um keine Probleme zu bekommen. Das ist natürlich extrem schade, denn Lieferando und andere große Unternehmen haben hier bereits in der Art und Weise mit BitPay zusammengearbeitet. Es gab unglaublich viele Möglichkeiten, Adaptionsmöglichkeiten und so weiter. All diese werden jetzt in Zukunft erstmal nicht genutzt werden können. Die Frage ist natürlich, ob wir vielleicht in Deutschland dann in irgendeiner Art und Weise einen Finanzdienstleister haben werden, der die Rolle von BitPay einnehmen kann, um das Thema hier weiter voranzutreiben. Denn klar, das ist nun mal ein herber Rückschlag, aber ich hoffe natürlich auch, dass wir in Zukunft nochmal die eine oder andere Möglichkeit bekommen werden, hier wieder voranzuschreiten. Klar, diese ganzen Themen wie Regulation und so weiter, die sind natürlich jetzt brandaktuell super wichtig und die sind sicherlich auch nicht einfach zu lösen. Aber ich glaube, dass Unternehmen,
die tatsächlich ein riesiges Interesse daran haben, an dem Markt und ihn als zukunftsorientiert wahrnehmen, dass sie auch in diese Grenzen und diese quasi ja, Hürden überschreiten werden und es schaffen, hier die entsprechenden Lizenzen zu bekommen, das Thema Adaption voranzutreiben. Und da freue ich mich riesig drauf, denn ich glaube, das ist noch nicht das Ende. Ich glaube, wir sind erst am Anfang und die Zukunft, die sieht doch sehr positiv aus. Ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, solltet ihr direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao!